Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zu GTA San Andreas in der Definitive Edition. Die GTA Trilogie Remastered oder wie auch immer das jetzt heißt, genau. Ich weiß nicht. Ist jetzt endlich draußen. Wir starten mit San Andreas und vielleicht habt ihr ja Bock, dass wir ein paar mehr Videos zu dem Spiel machen. Und vielleicht habt ihr auch Bock, dass wir die anderen beiden Spieler auch nochmal antesten. Von den drei Spielen ist auf jeden Fall San Andreas mein Lieblingsteil. Dementsprechend starten wir damit. Und wie gesagt, vielleicht habt ihr ja Bock, dass wir auch ein bisschen mehr zocken. Wenn ihr Bock habt, es selber anzutesten, im Game Pass gibt es San Andreas. Und ich glaube, Vice City gibt es im PlayStation Now. Das heißt, wenn ihr PlayStation Plus braucht oder Game Pass, Xbox Game Pass, checkt meinen Partner ab. In der Videobeschreibung findet ihr auf jeden Fall einige Links dazu. Könnt ihr auch einiges sparen und mich supporten. Danke dafür. Und wie gesagt, wenn ihr Videos supportet mit einem Like, wäre ich auch auf jeden Fall sehr dankbar. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir durch. Ich muss natürlich die Musik ausmachen, ist klar. Ihr wisst ja, ansonsten werden die Videos gesperrt. Geht sehr viel Flow und sehr viel Magie von den Spielen verloren, aber es geht nicht anders. Deswegen, wir starten jetzt durch. Genug gelabert. Let's go. After 5 years on the East Coast, it was time to go home. Welcome to Los Santos Airport. What's up? Carl is sweet. What's up, sweet? What you want? It's mama. She's dead, bro. I'll take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. My money, man. Hey, don't worry about it. I'll fill it out later. Welcome home, Carl. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer Tenpenny. I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. Ease up, man. Damn. Watch your head. Ah. Oh, my bad. Get out of here, you greaseball bastard! Stupid Mexican. Oh, hey, sorry. My bad. Hey, man, my bad. How you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my moms. You know that. Yeah, I guess I do. So what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not 10 minutes ago. Officer Pendleberry. A fine man, I might add. You work fast, nigga. You know I just got off the plane. Well, that's a good thing we found you and retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll find you. In the meantime, try not to gun down any more officers of the law. Y'all can't leave me here. This baller's country. I thought you said you was innocent, Carl. You don't bang. This is car 58. See you around like a donut, what? Carl. Officer Pendleberry's down. We'll be right over. See, Hernandez. That is... Oh, shit. Here we go again. First place yes. In the world. Rolling Heights baller country. And I ain't represented Grove Street in 5 years. But the ballers won't give a shit. Ja, Freunde. Und damit beginnt es, ey. Okay, man sieht auf jeden Fall schon... Die Verbesserung in der Optik, da haben sie auf jeden Fall schon gut was dran getan. Es ist so unfassbar. Wann kam das Original damals raus? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber San Andreas von den damaligen Teilen ist auf jeden Fall mein Lieblingsteil. Einfach unfassbar geil. Ich konnte es leider damals nicht durchspielen. Vielleicht erinnert sich jemand von euch noch an die Mission. Das war wirklich, ich glaube, bei 96-97% oder sowas. Da waren wir relativ am Ende, logischerweise natürlich. Und da musste ich irgendwie von einem Dach springen in so ein Auto, wo hinten Stroh drauf lag oder sowas. Da musste man irgendwie vom Dach runterspringen und da drinnen landen.
Und ich hab's tausendmal probiert und es war bei mir verbuggt, war. Ich konnte das Spiel nicht beenden, das hat mich so abgefuckt damals. Aber ansonsten Grove stundenlang Street. Hier abgehangen Home. In Los At least Santos. It was before I fucked everything up. Und das kennt ja wohl mittlerweile jeder, oder? Die Hut hier, das kennt ja wohl jeder. Ansonsten sieht das so komisch aus. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, es sieht natürlich deutlich geiler aus, aber auch irgendwie... Irgendwie, weiß nicht, ganz komisch, alt. Aber irgendwie auch geil, zurück zu sein. Wisst ihr, es ist ganz komisch, ganz komisch. The wrong house, fool! Hey, hey, hey! Big Smoke! It's me, Carl! Chill, chill! CJ? Oh, my dog! What's up? Hey, baby, you okay, man? Nah, man. It's my mom's, homie. Hey, I don't know why this had to happen, but I promise you, I'm gonna find out who killed your moms. The streets is cold, dog. Like it says in the book, we are blessed and cursed. What fucking book? Same things make us laugh, make us cry. But right now, we gotta take care of our business. Go see your brother at the cemetery. Come on, let's bounce. You wanna drive? Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. You know me, it's not cut. Keep the value in it, keep it real. I miss you these 5 years, man. They're gonna be real happy to see you. Hey, what's up, y'all? Look who I found hanging around. Carl, hey, good to see you. I can't believe she gone, man. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Hey, she was my mama too. Not for the past 5 years she wasn't, nigga. And where the fuck you think you going? What? Get out my face. I'm going to see Caesar. The hell you are, girl. You ain't messing with them SAs. You know we beefed. They ain't nothing but a Look, bunch of lowlife. What the fuck are you? At least I got principles. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl, don't tell me shit, As long bitch. As he treat her right, disrespect you, and he did. How the hell you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, shit. Fucking asshole. Here we go again. This shit's real fucked up. Everything. What you mean? What, apart from your mother being dead? Things are going real bad. Here, let me show you running, man. Tony's buried over there. Little devil over there. And big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on fools first, then ask questions second. Ballers! Drive-by! Incoming! Oh, motherfucker! My car! We gotta get back to the hood, man. It's too crazy around here. Grab a bike and pedal. Either you ain't forgotten that. Follow my lead. Ein Glück, dass hier ein paar Bikes stehen, ey. Ja, das war ja auch kompletter, komplettes Durcheinander mit dem Release jetzt von dem Spiel. Take you back, son, CJ! Yeah! Für einige war ja jetzt das Spiel schon spielbar ab 0 Uhr auf der PlayStation. Aber anscheinend auch nur, wenn man vorher bestellt hat oder sonst vorgestellt hat. Jetzt muss man, wenn man danach gekauft hatte oder kaufen wollte, muss man bis 16 Uhr jetzt warten. Deswegen habe ich es mir jetzt erstmal auf den Game Pass runtergeladen auf der Xbox, um das schnellstmöglich für euch anzusorgen. Ich weiß immer noch nicht, wo ich mir das kaufe. Ich habe es mir noch nicht gekauft, das Game. Keine Ahnung, Alter. Was willst du, Junge? Hau mal ab, ey! Warum gehen die nur auf mich? Hallo? Okay. Komisch. Alles gut. Scheiße auf nur, ey, ich bin weg.
Ach ja, das war so ein geiles Game damals. Mit diesem entweder pumpen gehen die ganze Zeit, da wirst du eine dicke Maschine oder halt sich vollfressen mit Burger und so. War schon nice damals. Keep up, motherfucker! Ja, ja, ich bin noch hier. Bin noch hier. Auf jeden Fall haben die es ja auch so gemacht, glaube ich, dass man die Mission, falls man scheitert, direkt nochmal neu machen kann. Das ist auf jeden Fall ganz gut für. Why you bother coming back? Für die Mission in Vice City. Und zwar eine der größten Abfuck-Missionen aller Zeiten, die ich jemals gespielt habe. Bei Vice City, die mit dem. Die mit dem, diesen Helikopter, mit dem man da diese Bomben tragen musste, glaube ich. Falls ihr noch wisst, welche Mission ich meine. Alter, eine der größten Abfuck-Missionen überhaupt. Das hat so viel Zeit gekostet, die zu machen, wenn du gescheitert bist. Deswegen ist ganz gut, dass sie das nochmal ein bisschen angepasst haben. Ne? Und ich finde, von der Optik geht's für so ein altes Spiel klar so, ja. Also dafür, dass es nur ein Remastered ist. Ein Remake in der aktuellen Optik wäre natürlich noch krasser gewesen, ne? Sag ich ganz ehrlich. Aber angeblich ist er jetzt auch ein Red Dead Redemption 1 Remastered in der Entwicklung. Angeblich soll das ja kommen. Ja, Rockstar riecht noch mehr Kohle. GTA 6 können wir noch 10 Jahre drauf warten, aber dafür halt nochmal die alten Spiele ein bisschen bessere Optik. Aber wenn ihr das macht, Red Dead Redemption, gerne. Bitte auch Bully, Alter. Vergesst Bully nicht, ey. Vergesst Bully die Ehrenrunde nicht. Wer kennt das noch, ey? Ultra geiles Game. Wir fahren jetzt hier einfach locker durch die Gegend, Alter. Warum geht der nur auf mich, Alter? Was willst du von mir? Komm schon! Alter. Oh, du Sau, Mann! Du kleiner Verräter, ey. Ja, selber schuld, dass du tot bist jetzt. Anscheinend. Selber schuld. Ja, also vorne, ihr habt's gesehen, ey. Das war schon Versicherungsbetrugsteil von dem. So, haben wir's geschafft. Oh, Mann, I got with them motherfuckers, though. Sold them niggas who's gangster. Ride a nigga. So when you leaving, Carl? I ain't sure. Thought I might stay. Things is fucked up. Well, the last thing we need is your help. Ah, man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Gia, and get yourself some colors, fool. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. Ey, die Charaktermodelle, ey. Riesige Tellerhände. Richtig lange Lulatsch-Arme. Oh Mann, ey. Aber so war das halt damals. Betritt die Markierung, ja, ja. Machen wir. Ey, der Beat, ey. Alter, diese Nostalgie, die gerade hochkommt. Oh Gott, ist das geil. Irgendwie, kennt ihr das Gefühl? Ach man, das ist irgendwie so. Jeder kennt das, denke ich, oder? Diese Nostalgie, wenn du an früher denkst, im ersten Moment ist es so. Volles geile, glückselige Gefühl und im zweiten Moment weißt du, es ist vorbei. Das kommt nie wieder. Und das macht dich irgendwie ein bisschen traurig. Kennt ihr das Gefühl? Ja, denke ich, oder? Ach ja. Ey, gut. Wir sind weniger fett. So. Okay. Gut, es soll erstmal ein kleines angezockt werden, deswegen machen wir gleich relativ schon früh Schluss. Hätte ich das Glück gehabt, war ja totales Chaos. Anscheinend, wenn man das vorbestellt hatte, vor 0 Uhr, konnte man das auf der PlayStation durch einen Fehler früher schon spielen. Und ich habe dann noch gestreamt und dann habe ich erst nach 0 Uhr versucht, das Spiel vorzubestellen. Ich konnte nicht mal das kaufen. Da war ja nur Wunschliste hinzufügen, also war ja kompletter Fehler. Und dann war wirklich halt alles erst ab 16 Uhr jetzt, oder? Schade. Hätte ich mehr Zeit gehabt, hätte ich euch jetzt schon alle Spiele angezockt mit euch. Deswegen, ja, wie gesagt, hören wir hier gleich erstmal auf bei San Andreas und zocken als nächstes Vice City, würde ich sagen. Wir zocken es mal an. Ich zocke einfach alle mit euch gemeinsam an. Und dann können wir entscheiden, ob wir noch ein bisschen weiter zocken. Eines davon. Hello? Hey, thought I explained some shit. Sweet. Hey, what's up? Since you've been away, shit has changed around here. Grove Street families ain't big no more. Seville Boulevard families and Temple Drive families are beefing and split with the Grove. Now we so busy, Centrum and Ballers and Virgos have taken over. So watch yourself out there. Yeah, I hear you. Thanks for the heads up. Don't mention. Ja, Freunde, das war ein Handy. So, erstmal Schlagring besorgt. Die Leute auf der Straße werden manchmal mit Karl reden, okay. Ah, okay.
Okay. Krass. Heftige Nostalgie, Alter. So, gucken wir hier nochmal rein. In die nächste Mission. Und wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt, ballert mir gerne mal in die Kommentare, was, welches Spiel und so. See you in my home. What's up with you? Yeah, homie. Yeah, it's good to see you back. No homie love? No huh? Oh, for sure, my nigga. My bad. What's cracking with you? Hey, man, what you strapped for? Man, some pizza place keeps paying over our hit up, man. Shit is beautiful. Teach the owner a lesson. The fucking Grove Street. You down? I'm always down. Und ich hoffe mal, es gibt kein Problem mit der Musik. Ich hab's zwar ausgestellt, aber man hört ja im Hintergrund gerade Musik. Let's go, bitch. Die auf jeden Fall lizenziert ist. Hey, show me how they drive on the East Coast, homie. Ich hoffe, es gibt kein Problem. Und übrigens, ach so, genau, für die Leute, die es vielleicht interessiert. Ihr seht ja hier Zielhilfe und so weiter. Und ich habe Grafik auf Leistung angestellt. Ich fand es immer ganz geil, wenn sie dazu schreiben würden, was genau das bewirkt. Entweder Leistung oder Wiedergabegetreu. Was heißt Wiedergabegetreu? Ich gehe mal davon aus, dass bei den anderen Spielen war meistens bisher Leistung auf Frames. Wiedergabegetreu, was heißt das? Es wäre immer ganz geil, wenn dann so ein Erklärungstext dazu wäre. Oder kann man das irgendwie einblenden lassen? Ich habe keine Ahnung. Also wie gesagt, Musik ist eigentlich aus. Autotune, was ist Autotune? Will jetzt hier gleich jemand, ein Deutschrapper, gleich anfangen zu singen oder was mit Autotune oder was? Zugänglichkeit, ja, hier kannst du das halt auch nochmal ein bisschen einstellen. Ist vielleicht auch ganz interessant für den einen oder anderen von euch. Ja, automatisches Klettern, ja, sowas halt. Kann man einstellen. Und die Karte, Alter. Das war damals ultra krass, wie riesig das war. Das war krass. Und wie gesagt, die Steuerung haben sie ja an GTA 5 angepasst. Like a raggedy ass motherfucker. He popped his membrane years ago. The way I let that old fool in my head. Yeah, I think I'll get cut up. Whatever. You got 5 minutes? I'll be cutting you like a DJ. So when you running off again? I'm not. I'm thinking of staying. Why? My family, the homies is here. We were always here, fool. Yeah, but now I'm back, and I know what I've been missing. Don't expect me to kiss your ass or nothing. You still a buster to me. Yeah, okay. Thanks, homie. Yeah, don't mention it. Okay, Freunde, wir hören hier aber trotzdem erstmal aus. Ist zwar mitten in der Mission, aber wie gesagt, ich will euch unbedingt noch die anderen Spiele zeigen. Deswegen machen wir hier erstmal Schluss. Lasst gerne Feedback da. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wollt ihr von dem Spiel mehr sehen? Wollt ihr die anderen Spiele sehen? Like die Videos dementsprechend und so weiter und so fort. Und dann gucken wir mal, ob wir das eine oder andere davon ein bisschen weiterspielen. Ob da überhaupt genug Interesse ist, eins durchzuspielen. Mach schon, es liegt an euch. Danke erstmal fürs Zusehen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare auch, ob ihr damals die GTA Games gezockt habt. Oder habt ihr vielleicht erst mit dem 4. angefangen? Vielleicht sogar erst mit dem 5. Ich meine, kann ja sein. Der 5. ist ja jetzt auch schon 8 Jahre her. Ah, Freunde, krass. Wir hören uns so oder so in anderen Videos. Haut rein und danke fürs Zusehen. Tschüss.